Der 23. Dezember, 17 Uhr in Dresden. Ein besonderer Moment an einem besonderen Ort und das nun schon zum 30. Mal. Die Glocken der Frauenkirche verbreiten eine feierliche, eine friedliche Stimmung. Und so möchten wir Sie ganz herzlich zu unserer Live-Übertragung hier auf dem Neumarkt in Dresden begrüßen. Welch ein Glück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Vesper in diesem Jahr wieder so stattfinden kann, wie sie tausende Menschen in all den Jahren zuvor gefeiert und erlebt haben. Es ist wirklich ein besonderer Moment. Ich sprach schon davon und dieses Gefühl vermittelt sich auch. Ich glaube, die Dresdnerinnen und Dresdner, die sind nach den beiden Jahren, in denen das so nicht möglich war, sehr, sehr glücklich, sich so auf das Weihnachtsfest wieder einstimmen lassen zu können. Und dazu sind Sie nun recht herzlich eingeladen. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Stunde. Herzlich willkommen zur 30. weihnachtlichen Vesper vor der Dresdner Frauenkirche am Vorabend von Heiligabend 2022. Geduld hat sich gelohnt. Die weihnachtliche Vesper ist zurück auf dem Dresdner Neumarkt. Und auch Sie sind wieder mit dabei, in großer Treue und Beständigkeit, wo doch vieles in letzter Zeit so unbeständig und zerbrechlich geworden ist. Unverdrossen auch der Einsatz all derjenigen Menschen weltweit,
die das Friedenslicht aus Bethlehem verbreiten. Allen Konflikten zum Trotz, hoffnungsstur, wie ich es aus einer Adventspredigt hörte. Heute leuchtet das Friedenslicht aus Bethlehem hier auch wieder an der Frauenkirche. In unserer Vesper verbindet es zwei Menschen, die die Sehnsucht nach Frieden bewegt und die für ein Ende des Krieges beten möchten. Nelly Uchowa wuchs mit zwei Muttersprachen, Russisch und Ukrainisch, in der Ukraine auf. Alexander Gorbatschow verbrachte seine Kindheit in der Sowjetunion. Добрий вечір, із Різдвом Христовим. 2010 kam ich mit meinen Eltern nach Deutschland. Mein Bruder ist in Dresden geboren, ich habe hier studiert und promoviere zurzeit an der TU Dresden. Gemeinsam mit anderen ukrainischen Universitäten forschen wir, wie man digitale Lehre an Hochschulen und Schulen organisieren und umsetzen kann. Ehrenamtlich biete ich psychologische Beratung an. Ich arbeite mit den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind oder in einer anderen Weise davon betroffen wurden. Es ist schwer momentan. Viele sind erschöpft und man weiß nicht, wo der nächste Angriff momentan stattfindet. Und desto trotz sprechen wir oft über Träume, über die Zukunft und wie man diese Zukunft näher werden kann. Meine Großeltern sind in der Ukraine geblieben. Und wir haben auch Angst und wissen nicht, was da passieren wird. Ich wünsche mir, dass die Menschen es schaffen würden, die Liebe und die Stärke in ihrem Herzen zu bewahren. Wenn jeder für sich das versucht, die Angst und den Hass zu überwinden, dann wird es einen Weg für alle geben. Erinnere dich an deine Herzlichkeit, an deine Liebe, und dann wird es in dir auch friedlich werden. Das ist auch mein größter Wunsch. Добрий вечір. С Рождеством Христовым поздравляю я вас всех. Ich bin in der Sowjetunion geboren. Ich habe dort an ganz verschiedenen Orten gelebt. In Russland leben auch heute knapp 200 Nationalitäten mit verschiedenen Religionen. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen in Frieden leben können. Ich lebe mit meiner deutschen Frau und unseren Kindern hier in Sachsen, in Deutschland. Das ist tatsächlich möglich nach dem schrecklichen Krieg im letzten Jahrhundert. Dafür bin ich dankbar. Ich arbeite hier in Dresden als Physiotherapeut. Wissen Sie, ich bin ein friedlicher Mensch, aber sprachlos über diesen Krieg. Es ist sehr bitter, dass Russen und Ukrainer zu Feinden geworden sind. Ich habe keine Lösung für die Zukunft. Aber als Christ möchte ich beten für den Frieden. Ich will Gott nicht vorschreiben, was passieren soll, aber wir können seine Hände sein. Ich kann Gott bitten, deshalb bin ich hier. Aus unseren Gesprächen prägten sich mir die Worte ein: Eigentlich ist doch in jedem Menschen Liebe, egal wo er lebt auf der Welt. Lassen Sie uns heute Abend hier zusammenstehen, als Bewohner dieser einen Welt und die Liebe im Herzen tragen und diese auch leben. Als Menschen guten Willens sind wir hier versammelt und bitten um Frieden und Versöhnung, auf das Weihnachten werde. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.
Hört die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns der Evangelist Lukas überliefert hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde unserer weihnachtlichen Vesper an der Frauenkirche und an den Bildschirmen zu Hause, zum ersten Mal stehe ich hier und richte das Wort an Sie. Es berührt mein Herz, den vollen Platz zu sehen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob Sie wiederkommen nach der Pause. Sie sind also wieder da. Wie würden Sie Ihre Motivation beschreiben? Warum sind Sie heute Abend hergekommen? Vielleicht der Musik wegen oder der Menschen wegen, Teil dieser großen Menschenansammlung zu sein? Oder geht es um die Weihnachtsgeschichte? Oder geht es um das Weihnachten heute, hier und jetzt? Menschen setzen sich in Bewegung und lassen sich leiten. Manchmal durch äußere Umstände, manchmal durch Pflicht, gelegentlich auch durch Gewohnheit. Manchmal ist auch Zwang dahinter. Oft aber von inneren Sehnsüchten und Wünschen vorangetrieben. Ich möchte Ihnen für die Predigt mein Leitwort lesen. Es steht im Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Dieser Satz ist Teil eines Gebetes. Es hat jemand formuliert, der sich nach Orientierung gesehnt hat. Genaueres erfahren wir nicht. Es scheint aber so zu sein, dass er wie verloren gegangen ist, sich also irgendwo befindet, wo er nicht hingehört. Er ist ungeborgen, ausgeliefert, hat keine Wohnung und braucht Hilfe. Er weiß nicht, wohin. Maria und Josef könnten dieses Gebet nachgesprochen haben, als sie durch Bethlehem irrten, um eine Unterkunft zu finden. Genauso die Weisen aus dem Osten, als sie den Stern aus den Augen verloren hatten. Aber dieses Gebet entspricht womöglich auch dem, was sie zurzeit empfinden. Es geht um den Ort, wo wir hingehören, wo wir sein können, wo wir sein sollen. Sind Sie gerade gut beheimatet? Wie oft sind Sie schon umgezogen? Ich habe mal nachgerechnet, 8 Mal bin ich umgezogen. Damit liege ich ziemlich im Durchschnitt der Bundesbürger. Einige Umzüge waren besonders, als ich das Elternhaus verlassen habe, die erste Wohnung mit meiner Frau gemeinsam hatte. Ich musste auch schon mal raus, weil jemand anderes Anspruch auf meine Wohnung erhoben hat. Durfte er. Noch nie habe ich ganz allein gewohnt und noch nie in einer Wohnung oder einem Haus, das mir selbst gehörte. Es kann ziemlich viel schiefgehen mit Wohnungswechseln. Was hilft die Top-Lage, wenn es mit den Nachbarn nicht passt, oder? Ich habe vor jedem Wohnungswechsel gebetet, dass sich's fügt und ich den Platz finde, wo ich hingehöre. Lasst uns heute besonders auf die achten, die gerade eine Bleibe suchen. Egal, wo sie herkommen, und ihnen nicht noch Steine in den Weg legen. Auf Wohnungssuche braucht man Unterstützung statt Ablehnung und gute Orientierung. Mir kommt es so vor, als ob ich noch nie so oft um Orientierung gebeten worden bin, wie in dieser Zeit. Es werden Wege gesucht durch die Krisen und Herausforderungen unserer Tage, Wege zum Frieden und zur Versöhnung, Wege für die Wirtschaft und für die Bewahrung der Schöpfung. Wege, die wir gemeinsam gehen können und solche, die nicht auf Kosten anderer gebaut werden. Wege schließlich, die zu Wohnungen führen, in denen wir nicht nur zeitweise mal eben unterschlüpfen, sondern eben wirklich ankommen. Wohnungen, die gute Lebensorte sind, wenn möglich für immer. Sehr gern möchte ich Ihnen heute einen Weg zeigen mit meinem kleinen Text, der dieses Ziel hat, damit Sie Hoffnung gewinnen und neue Kraft schöpfen für die kommenden Strecken. Dafür habe ich keinen fertigen Plan, noch nicht mal ein gescheites Navigationsgerät. Stattdessen habe ich für Sie ein Gebet und 2 Begleiter. Ich meine freilich, dass wir damit ziemlich gut vorankommen. Das Gebet habe ich schon verraten. Es ist eine Bitte an Gott um Führung zu seiner Wohnung. Das könnte die Wohnung sein, wo er selbst ist, aber auch die, die er für mich vorbereitet hat. Bringe mich an den Ort meiner Sehnsucht,
Das ist gemeint. Ein Ort der Sicherheit und Wonne. Ja, Wonne. Wohnung und Wonne haben den gleichen Wortstamm. Die Wohnung ist also der Ort, wo ich sehr glücklich bin und mich rundrum wohl fühle. So soll es sein. Ich ermuntere Sie, so zu beten. Bitten Sie Gott darum, Sie zu diesem Ort zu leiten. Manchmal ist es ja auch nicht ein irdischer Raum, sondern die geistliche Welt, die uns umgibt, wo wir Geborgenheit brauchen. Dann bin ich bei den Wegbegleitern. Sie heißen hier im Text Licht und Wahrheit. Der Beter hat sie sich wie Engel vorgestellt, die mit ihm gehen. Ein Lichterengel gewissermaßen und ein Wahrheitsengel. Der Lichterengel ist kein Scheinwerfer. Er leuchtet ein wenig voraus, mindestens so weit, dass eine kleine Wegstrecke erkennbar wird. Der Wahrheitsengel prüft, dass die Richtung noch stimmt. Ich würde sagen, jeder der beiden steht für einen unserer beiden Füße, die wir abwechselnd voreinander setzen. Licht und Wahrheit, Licht und Wahrheit. Woran aber merkt man, dass es Gottes Licht ist, was einen leitet? Und wie unterscheidet man die Wahrheit von der Lüge? Gottes Licht blendet nicht, sondern eröffnet Lebensmöglichkeiten. Und Gottes Wahrheit unterdrückt nicht, sondern macht frei. Immer wieder müssen wir gemeinsam herausfinden, was das konkret heißt, und auch ein Gespür dafür entwickeln. Liebe Weihnachtsvespergemeinde, wenn wir gerade selbst um Orientierung ringen und nicht klar sehen, wenn gerade viele Fragen unbeantwortet bleiben, wenn die Herausforderungen größer sind als unsere Möglichkeiten, ist es doch normal, dass man sich Hilfe sucht, oder? Lasst uns diese Hilfe bei Gott suchen. Er ist möglicherweise in den Zeiten des Wohlstandes und der scheinbaren Sicherheit ein wenig in Vergessenheit oder aus dem Blick geraten. Jetzt haben wir die Gelegenheit und auch den Anlass, neues Gottvertrauen zu gewinnen. Eine Aufgabe, etwas Liebgewordenes, selbst eine gesellschaftliche Epoche, kann ein Ende finden. Vergangenes und Gewohntes aufzugeben, fällt uns schwer. Es kommt uns dann so vor, als ob wir eine behagliche Wohnung verlassen müssten. Manchmal aber steckt auch Gott dahinter, weil er uns in ein anderes Land führen möchte, in neue Lebensmöglichkeiten, in ein Land, das er uns auf dem Weg zeigt. Licht und Wahrheit, Licht und Wahrheit. Weißt du, was ich mir wünsche? Das hat mich meine Frau bei unserem letzten Umzug gefragt. Ich wünsche mir, dass uns dort, wo wir hinziehen, jemand willkommen heißt. Dieser Wunsch hat sich tatsächlich erfüllt. Ja, es ist gut, willkommen zu sein. Dort, wo Gott ist, bin ich daheim, meint der Beter unseres Verses. Und die Antwort Gottes könnte lauten, so ist es, sei daheim bei mir. Und wenn du mich willkommen heißt, werde ich bei dir zu Hause sein. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Christfest, ein Fest voller Wonne. Und ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Aufbruch ins neue Jahr hinein. Amen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, endlich, nach 2 Jahren Pandemie, feiern wir wieder zusammen die weihnachtliche Vesper hier in Dresden, hier an der Frauenkirche. Wir besinnen uns, wir feiern und setzen dem Alltag etwas entgegen. Wir unterbrechen den Trubel und halten inne. Wir schmücken unsere Wohnungen, es gibt besonderes Essen, wir laden unsere Familien ein. Die Arbeit ruht, zumindest für die meisten Menschen. Mit all dem machen wir uns bewusst, es gibt neben unserem Alltag noch etwas anderes, etwas Größeres. Das Weihnachtsfest steht wie kein anderes Fest für das Außergewöhnliche in unserem Leben, für den Bruch mit dem Erwartbaren. Gottes Sohn wird als Kind geboren. Seine Eltern lieben ihn. Sie gaben ihr Einverständnis zu Gottes Plänen. Sie können Jesus nicht mit den Schätzen der Welt versorgen, aber sie lieben ihn und sie vertrauen auf Gott und sind deshalb zuversichtlich. Das genügt. Das macht sie zu Heiligen. In dunkler Nacht beginnt der Neuanfang. Das bedeutet Weihnachten. Die großen Dinge beginnen klein und jeder daran kann teilhaben. Wir treffen uns an der Frauenkirche, einer Kirche und gleichzeitig einem Symbol. Die Steine sagen uns, aus Trümmern kann etwas Neues entstehen. Im Dunkeln kann es Aufbruch geben. Die Zerstörung hat niemals das letzte Wort. Die Frauenkirche hier in Dresden gehört zu den Nagelkreuzgemeinden. In den Trümmern der nach dem deutschen Angriff zerbombten Kathedrale von Coventry fand man Zimmermannsnägel. Aus diesen Nägeln ließ der Dompropst ein Kreuz zusammenfügen. In eine noch stehende Wand ließ er die Worte »Vater, vergib« meißeln. Es stand da nicht »Vater, vergib Ihnen« oder »Vater, vergib uns«. Es stand dort »Vater, vergib«. Obwohl Deutschland der klare Verursacher der Zerstörung Coventrys war, bezog der Dompropst alle Menschen in das Friedensgebet mit ein. Das Nagelkreuz und die Bitte um Vergebung begründete eine ökumenische Idee, an der Kirchen weltweit teilnehmen. Dabei verpflichten sich die Gemeinden aktiv für den Frieden, für die Versöhnung und für Vergebung zu arbeiten. Die Frauenkirche gehört dazu. Es ist ein starkes Zeichen. Gerade dort, wo Zerstörung und Unrecht mit Händen zu greifen sind, von dort gehe Neuanfang, Vergebung und Versöhnung aus. Auch da ist es so, wo das Dunkel der Zerstörung scheinbar alles beherrscht, gerade dort leuchtet das Licht des Neuanfangs, Neuanfang durch Vergebung. Die vergangenen 3 Jahre haben uns alle sehr beansprucht. Während der Corona-Pandemie haben wir Angst und Sorge in einem großen Ausmaß kennengelernt. Die Erfahrung von Unsicherheit und Ohnmacht lässt sich nicht schnell abschütteln. Und auch die Erfahrung, selbst bei größtem Einsatz nicht alles beherrschen zu können, hat bei Pflegenden, bei Eltern, bei den Verantwortlichen in Städten, Kommunen, in der Landespolitik Spuren hinterlassen. Viele von uns beschäftigt die Pandemie immer noch. Unterschiedliche Meinungen prallen teils unversöhnlich aufeinander. Der Riss geht durch Freundeskreise und Familien. Die Geschichte und die Botschaft der Nagelkreuzgemeinden
bedeutet für mich, ja, es gibt diese Narben, es gibt diese tiefen Verletzungen, aber es gibt nur einen Weg, wie wir wieder zusammenfinden. Durch Warmherzigkeit füreinander, durch Vergebung und durch Versöhnung. Diese Erfahrungen der Pandemie werden viele von uns noch eine ganze Weile lang begleiten. Wir sollten Verletzungen und Enttäuschungen auch nicht bagatellisieren, aber wir sollten dabei auch nicht stehen bleiben. Ich wünsche uns, dass der Aufbau der Frauenkirche auch für unsere Gesellschaft ein Zeichen ist. Bauen wir weiter an unserer Heimat, gemeinsam. Fügen wir auch die Verletzungen und Sorgen in dieses Bauwerk mit ein, ohne Filter, ohne Retusche, ohne Beschönigungen, aber mit Vergebung. Nutzen wir dieses Weihnachtsfest, vergeben wir und bitten wir um Vergebung. Machen wir dieses Fest der Liebe und der Versöhnung zum Start für einen neuen Anfang und ein Aufeinanderzugehen. Wir alle haben dazu täglich Gelegenheit, wenn wir mit Nachbarn, Kollegen, Freunden und Verwandten sprechen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein friedliches neues Jahr. Bleiben Sie alle behütet. Hände falten ist das Gegenteil von die Hände in den Schoß legen. Mit Beten können wir tatsächlich die Welt verändern. So wollen wir jetzt in den Fürbitten diese Welt ins Gebet nehmen. Dank sei dir, du wunderreicher Gott. Du begibst dich hinein in unsere Welt. Nicht mächtig und in Pracht, sondern schwach und verwundbar. In einem kleinen Kind. Alle, die an deine Krippe treten, sollen satt werden. So bitten wir dich in dieser Zeit, da wir deinen Abstieg zu uns feiern, für alle, die arm und hilflos sind. Wir denken vor dir an die Menschen, denen kalt ist in diesen Tagen und Nächten, die Hunger spüren und die zur Seite geschoben werden. Wir denken an die, die krank an Leib und Seele sind, die einsam, heimatlos, bitter und ohne Glauben durch diese Tage gehen. Gib uns offene Augen, Mittel zum Helfen und ein Wort, das nicht ins Leere geht. Милостивый и бесконечный Бог. Только Ты знаешь, что у нас в сердцах и мыслях, у каждого из нас и во всем мире. Мы не можем давать Тебе наши рекомендации и планы. Это бессмысленно. Но у нас есть право просить Тебя. И мы просим о мире. Мире между двумя нашими братскими народами. И всеми народами во всем мире.
Господи, нехай у кожної людини на цьому світі буде своя земля, свій дім, де тепло і безпечно. Нехай усі батьки мають можливість виховувати своїх дітей у любові та злагоді, передавати їм надбання наших пращурів, нашу культуру та традиції. Lass jedes Kind das Recht auf Kindheit und unbeschwertes Lachen haben. Mögen die Familien stark und vereint bleiben. Hilf uns, uns an unsere tiefen Wurzeln der Menschlichkeit zu erinnern und die Spaltung in jedem von uns mit einem starken Faden der Liebe zu heilen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen besonders gefordert sind, für die Verkäuferinnen, für die Mitarbeiter der Post, für Ärzte und Pflegende, für Polizisten und Rettungsdienste, für die, die sich für die vielen zu uns Geflüchteten einsetzen. Sie alle bringen Lichter in diese dunkle Welt und sie ermöglichen uns durch ihren Dienst, dass wir uns auf Weihnachten freuen und dann gemeinsam feiern können. Gemeinsam bergen wir uns in den Worten Christi, in denen alle Not und alle Sehnsucht dieser Welt enthalten sind, und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesu, Parole, Amen.
In diesem Jahr eine solche Vesper zu feiern, ist für all jene, die sie organisieren und möglich gemacht haben, wahrlich eine besondere Herzensangelegenheit. Und genau deswegen, nämlich weil so viele Menschen Sorgen haben, von denen sie vor dem 24. Februar dieses Jahres noch keine Ahnung hatten. Und dazu gehört es auch, Energie zu sparen. Und deswegen ist es der Frauenkirche und auch uns als Mitteldeutscher Rundfunk ein Bedürfnis, den Lichterglanz an diesem Abend maßvoll einzusetzen und nicht maßlos. Aber ich glaube, Sie spüren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Stimmung hier auf dem Neumarkt tut das keinen Abbruch. In diesem Moment, und das sehen Sie auch gerade, sind die Spendensammler auf dem Neumarkt unterwegs. Denn auch wenn alle ehrenamtlich hier diese Vesper ermöglichen heute Abend, so ist es doch ein gewaltiger Kraftakt, einen solchen großen Open-Air-Gottesdienst zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Und dafür ist die Unterstützung vieler Menschen notwendig. Wenn Sie sich ein wenig mehr darüber informieren möchten, wenn Sie mehr über die Arbeit der Fördergesellschaft Frauenkirche erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen an dieser Stelle deren Internetseite. Dort finden Sie jede Menge Informationen darüber, auch was die Arbeit über das Jahr hinaus betrifft. So geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Nicht nur die Vesper ist Tradition, liebe Zuschauer, sondern es ist auch Tradition, diese Vesper mit dem gemeinsamen Singen des Liedes O du Fröhlicher zu beschließen. Und dazu sind Sie jetzt recht herzlich eingeladen. Wir möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen ein frohes Fest.